Alexander, hallo, das ist der Spalding TF50-Test für euch. Ihr seht, der ist schon ein bisschen ausgelutscht, den habe ich draußen auf dem Feld. Also, das ist mein Stressball. Also, erwartet da keine großen Herausforderungen, keine großen Achievements bei dem Ganzen da, weil da habe ich absolut keine Ambitionen, sondern einfach mal einen Anti-Stressball. Ich habe so einen kleinen Basketball-Court, der übrigens, wo der Basketball nur auf halber Höhe hängt, also ist echt sowas für Kinder gemacht. Die Grundschulhöhe, die kennt ihr ja, die kleinere Höhe. Lang komplett, ist ein bisschen, nur ein bisschen Press. Ball zu spielen, gegen zu dotzen und ein paar Körbe zu werfen, einfach ein bisschen zu relaxen, was anderes zu machen. Genau. Ich hatte einen Basketball gesucht und zwar, ich wollte nicht keinen Lederball, weil draußen Lederball ist ein bisschen blöd. Hiervon gibt es jede Menge Kritiken. Ganz wichtig bei diesem Ball ist, sobald ihr ihn befüllt, ja, den habe ich jetzt, ihr seht es, den habe ich jetzt das letzte Mal, also wirklich das letzte Mal vor, ich würde mal sagen, vielleicht vor 10, 15, 10, 14 Tagen oder sowas, vielleicht. Lass mich nur 7 bis 10 Tage ungefähr das letzte Mal Luft reingemacht, der ist immer noch fest. Bei dem ist echt so, die ersten paar Tage verliert der Luft wie sonst was. Ja, die müsst die ersten paar Tage aufpumpen. Ich kann euch nicht sagen, warum das so ist, ist mir auch erstmal egal. Es war genau die gleichen Erfahrungen wie bei Amazon halt auch. Du nimmst den Ball, du gehst spielen und du musst ihn jeden Tag aufpumpen. Und nach ungefähr 2 Wochen, und zwar wenn er genauso rissig faltig aussieht wie hier, dann hält er die Luft für eine Woche. Oh, ungelogen, ja, also. Scheinbar ist irgendwas drin, was ich erstmal ein bisschen aufdehnen, erweitern muss oder sonst was. Aber er sieht, und der spielt sich wirklich gut. Also ich bin echt begeistert davon. Du hast einen Grip da drin. Es ist wie ein Gummigrip da drin. Ja, ich sehe es halt hier. Es ist ein Gummigrip da drin. Genau. Der ist auch schon, der ist robust. Du siehst, der hat schon die üblichen Gummirisse und sowas. Der wird regelmäßig benutzt. Jetzt nicht jeden Tag eine Stunde. Aber ich sag mal so, im Schnitt gehe ich vielleicht mal so 20 Minuten die Woche gehe ich raus und werfe ein paar Körbe. Und dann bin ich glücklich und dann geht es wieder rein. Oder wenn ich gerade mal ein paar Häuschen mache da drin. Cool. Wenn ihr also einen Basketball sucht, ich wollte kein Mold, wie heißt der nochmal, Mold Moldova? Nee, diesen Molle, den womit ihr immer gequält werdet, der ganze Gymnasialzeit da drin. So diese Marke wollte ich mir echt nicht antun, Moldev oder sowas. Ihr wisst, was ich meine. Sondern ich wollte halt einen cool. Ich hatte die Wahl zwischen einem Spalding und zwischen einem Wilson. Und ich dachte, ich habe zu viel, ich Bruce Willis, Tom Hanks geguckt. Und deswegen wollte ich keinen Wilson, sondern einen Spalding. Genau, holt euch den, kostet 15 Euro das Ding, kommt nicht aufgeblasen und denkt dran, die ersten paar, die gibt dem Ding eine Woche, ja, und dann müsst ihr jeden Tag aufpumpen und holt euch so eine kleine Pumpe oder mit so einem Fahrradkompressor und dann müsst ihr das Ding, ihr wisst doch nicht mal, ihr könnt das Ding einmal die Woche aufpumpen und dann ist gut, also ist wirklich so. Manchmal ist echt so, da kaufst du was für wenig Geld und kriegst echt ein cooles Produkt. Musst du mal ein kleines bisschen Zeit geben. Das war's. Das war der Spalding TF50 Test für euch. Ciao, ciao und bye.